Ja, ich bin 70 und wir unternehmen sehr viel. Und angeln gehen wir, hat man immer Angst gehabt, das fällt ins Wasser, ne? Das Gebiss, da muss man schnell festhalten mit der Zunge. Bei einer Wanderung bin ich hinter einem Busch, habe erst meine Zähne wieder frisch geklebt und dann etwas gewartet und dann habe ich eine Kleinigkeit gegessen. Wenn ich in einem Lokal bin, was getrunken habe, musste ich schon raus und auf der Toilette kleben. Ich habe in der Handtasche ein bisschen Wasser gehabt, dass ich in die Toilette konnte, weil am Waschbecken nichts. Wenn wir auf Empfängen waren, ich habe nur ein bisschen getrunken, ich habe keinen Happen gegessen, weil das Zeug sehr runterkam. Ja, das sind schon Unsicherheiten, die jetzt behoben sind. Bei der Frau Eckenberger war es so, dass neben der klinischen Situation, die alles andere als zufriedenstellend war, dann war es bei ihr so, dass sie sehr, sehr unter der Situation damals gelitten hat. Sie war sehr unsicher, sie konnte sich nicht mehr mit ihren Freunden unterhalten. Ich habe einmal mit einer Freundin gesprochen auf der Straße und ich habe gelacht, da fiel mir das obere Ding runter. Ne? Und letztendlich nach intensiven Gesprächen, auch was sie tatsächlich persönlich möchte, was sie erwartet vom Zahnersatz, also jetzt nicht nur, was wir realisieren können, sondern welche Erwartungen sie an uns hat, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir es mit Implantaten versuchen. Ich bin ein Kriegskind und schon, ich glaube, mit 18 ist schon ein Zahn gesplittert. Also das Zahnmaterial war schon nicht so gut. Und dann habe ich eben eine Prothese gehabt, die runterfiel, immer. Ganz wurscht, wie ich geklebt habe. Und es war dann ein langer Weg, bis ich eben in Erlangen die richtigen Zahnärzte gefunden habe, die meinten, mit meinen ganzen Unverträglichkeiten und kommen Sie zurecht, da finden wir das schon. Aus klinischer Sicht war es bei der Frau Eckenberger so, dass wir massive Entzündungen hatten, die schmerzhaft waren und wir letztendlich dann auf dem Röntgenbild gesehen haben, dass diese Zähne nicht zu erhalten sind, sondern wir mussten sie entfernen. Und unter Narkose habe ich 10 Implantate gesetzt bekommen. Und dann mit einem chirurgischen Eingriff wurden die Implantate gesetzt. Dann ist es so, dass auf diese Implantate eine Metallkonstruktion verschraubt wird und über diese Konstruktion dann letztendlich der Zahnersatz eingesetzt werden kann. Sprich, für den Patienten ist der Zahnersatz beim Kauen, Sprechen, Lachen fest im Mund verankert. Ja, und jetzt ist alles problemlos. Kein Gefühl der Unsicherheit, nichts. Und dass man überhaupt den ganzen Tag nicht danach schauen muss. Bewegt sich und lacht und singt oder tanzt, was weiß ich, was wir machen. Das Leben, 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 ohne Hemmung.